Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal live aus dem Hessischen Landtag. Und jetzt neben mir steht Angela Dorn von den Grünen. Hallo Frau Dorn. Wir wollen jetzt ein bisschen über den Wahlabend sprechen. Und dazu habe ich die erste Frage. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Wahlergebnis? Ja, natürlich ist es so, dass wir uns noch mehr gewünscht hätten. Aber es ist gleichzeitig das zweitbeste Ergebnis der Geschichte der Hessischen Grünen. Und insofern ist das Licht und Schatten heute. Können Sie sich denn noch mal vorstellen, eine weitere Periode jetzt noch mal mit der CDU zu regieren? Und wenn ja, was sind denn so Punkte, die Sie unbedingt durchsetzen möchten? Also es ist ziemlich eindeutig, immer wieder bei den Umfragen kommt heraus, dass die Koalition aus CDU und Grünen die beliebteste ist, hat jetzt auch so durch den Zugewinn der CDU ja auch sozusagen noch mal eine deutlichere Mehrheit bekommen. Letztes Mal war es ja so, dass wir Grünen Zugewinne bekommen haben, diesmal hat die CDU Zugewinne. Aus meiner Sicht, ich freue mich darauf, wenn wir da in Sondierungsgespräche gehen. Selbstverständlich kann die CDU auch erst noch mit anderen demokratischen Parteien reden. Ich würde mir das in Bayern genauso wünschen und finde es absolut richtig, dass das unter Demokraten genauso passiert. Wenn Sie mich fragen, was ich direkt umsetzen möchte, aus meiner Sicht ist jetzt erstmal die Phase, wo wir tatsächlich miteinander sprechen müssen, auch dieses Wahlergebnis analysieren müssen. Es ist klar, es stehen riesige Veränderungen an. Wir sind mitten in einer Krise, was das Klima angeht, in einer Transformation der ganzen Wirtschaft und Arbeitswelt. Wir erleben gerade die Herausforderungen der Migration und für all das braucht es gemeinsame Antworten, demokratische Antworten, wie wir Schritt für Schritt diese Themen auch angehen und Lösungen gemeinsam finden. Und da freue ich mich über die Gespräche, dann entsprechend die Ideen miteinander so zusammenzubringen, dass hoffentlich dann auch am Ende dann ein Koalitionsvertrag entstehen könnte. Aber das ist jetzt wirklich ein Schritt. Ein zweiter, erstmal kommen wir jetzt Sondierungsgespräche. Ja, Sie haben ja eben schon mal angesprochen, dass bei Ihnen die Stimmen ein bisschen zurückgegangen sind. Können Sie sich dann auch vorstellen, was das Ganze mit der Performance auf Bundesebene, mit der Ampel zu tun hat? Es ist klar, wir hatten diesmal keinen Rückenwind aus Berlin. Wir mussten uns eher nach oben kämpfen. Insofern spüren das ja auch die anderen Parteien, die in der Bundesregierung vertreten sind. Ich glaube, es ist insgesamt ganz wichtig, dass auf der Bundespolitik, die sich da sehr jetzt in die Landespolitik auch sozusagen durchgedrungen ist. Ich hoffe sehr, dass ja die demokratischen Parteien stärker jetzt daraus lernen und zusammenarbeiten bei den großen Themen. Populistische Töne helfen im Moment niemandem. Wir brauchen echte Lösungen. Und zwar hinter den Kulissen sollte bestmöglich diskutiert werden und dann gemeinsam mit Lösungen heraus. Und ich glaube, tatsächlich auch lagerübergreifend wäre es wichtig. Das haben wir in Hessen gezeigt, dass gerade in solchen schwierigen Zeiten es wichtig ist, auch mal die Haltung einzunehmen, der andere könnte recht haben und dann zusammenzuarbeiten. Ja, ich höre da schon ganz klare Worte durch. Also kann ich ja eigentlich davon ausgehen, dass Sie eine Koalition mit der AfD eigentlich gänzlich ausschließen, oder? Eine Koalition mit der AfD schließen wir gänzlich aus und ich bin sicher, das gilt für die anderen demokratischen Parteien in Hessen ganz genauso. Aber wie blicken Sie insgesamt darauf, dass die AfD jetzt so viele Stimmen in Hessen gewonnen hat? Ich meine natürlich jetzt auch in Bayern. Insgesamt hat man natürlich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eben wieder mit dieser Performance auf Bundesebene zu tun hat. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei und es macht mir große Sorgen, dass sie einen solchen Zugewinn hat. Wir spüren, dass die Menschen verunsichert sind in diesen Krisen und gerade dann darf es keine einfachen Antworten geben. Und in meiner Wahrnehmung war in den letzten Wochen, viele dieser Themen wurden sehr populistisch diskutiert. Aber solche Themen dürfen nicht unter demokratischen Parteien in einer solchen Art und Weise diskutiert werden. Wir brauchen gemeinsam Lösungen, der Wettbewerb um die besten Ideen und wie wir das schaffen, gemeinsam diese Themen anzugehen, gerne auch über die Koalition, die Bundesregierung hinaus. Also die Hand zu reichen zur CDU und zu sagen, wir müssen jetzt gemeinsam Lösungen schaffen, zum Beispiel in der Frage der Migration, aber auch in der Frage, wie wir jetzt die Klimakrise entsprechend bekämpfen, wie wir den Umschwung schaffen in die Klimaneutralität. Hier sind alle Demokratinnen und Demokraten aufgerufen, jetzt wirklich gemeinsam zu arbeiten. Und so wünsche ich mir jetzt auch in Hessen, dass wir gerade jetzt mit Verlässlichkeit regieren, mit Haltung regieren und mit Vernunft regieren. Das Thema Klimaneutralität ist natürlich auch in Ihrem Wahlprogramm ein großes Thema gewesen. Wenn Sie mit der CDU koalieren, wie stellen Sie sich da eine Einigung in Sachen Klimaneutralität vor? Hier gehen ja Ihre Vorstellungen schon ziemlich auseinander. Sie werben ja in Ihrem Wahlprogramm mit einer Klimaneutralität bis 2035. Die CDU möchte aber bei dem bislang beschlossenen 2045 bleiben. Ich wünschte mir, wir wären jetzt schon so weit, dass ich über diese Themen nun diskutieren könnte. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich erst einmal in die Sondierungsgespräche gehen. Klar ist,
Die großen Zugewinne hat die CDU. Und insofern, wenn es zu Gesprächen kommt und zu Koalitionsverhandlungen kommt, dann wird wahrscheinlich auch über dieses Thema gesprochen werden. Mir ist wichtig, dass wir diese Themen, wir müssen die Klimakrise angehen, da gibt es ja kein Vertun, das sagen alle so. Und dann müssen wir den besten Weg finden, wie wir das gemeinsam mit den Menschen schaffen. Und wir sind natürlich eine Partei, die da auch ehrgeizig ist. Aber wir haben bis jetzt in der Vergangenheit in der Koalition ja auch immer Lösungen gefunden. Also insofern gehe ich davon aus, sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, dass man sich dann auch einig werden kann. Aber ob das so ist, das müssen erst die Gespräche zeigen. Und insofern, heute ist erstmal der Wahlabend. Wir müssen schauen, wie die Wahlergebnisse am Ende ausschauen. Ja, verstehe. Und ein weiteres Thema, das auch viele umtreibt und auch in Ihrem Wahlprogramm besprochen wird, ist Autoverkehr. Bis 2030 wollen Sie den Autoverkehr landesweit um ein Drittel senken. Wie wollen Sie das umsetzen? Wir haben ja in Hessen gezeigt, wie man es schaffen kann, Bus und Bahn attraktiver zu machen. In Hessen wurde das Deutschlandticket erfunden. Wir haben angefangen mit dem Schülerticket, dann kam das Seniorenticket, dann kam das Landesticket. Und in der Energiekrise hat die Bundesregierung das Deutschlandticket entsprechend von Hessen abgeschaut. Und das machen, so wollen wir die Verkehrswende voranbringen, indem wir die Alternativen eben genauso attraktiv machen. Keiner, der das Deutschlandticket nutzt, denkt, oder vielleicht kaum jemand, der das Deutschlandticket nutzt, denkt dabei an Klimaschutz. Man denkt daran, wie kann man bequem von A nach B kommen. Und so müssen wir weitermachen, tatsächlich die Alternativen stärken. Dann können auch diejenigen, die gerne Auto fahren, haben es dann auch leichter, einen Parkplatz zu finden. Also ich glaube, wenn wir die Menschen mitnehmen und wenn wir Chancen für alle schaffen, dann kann das gelingen. Vielen Dank. Wie verbringen Sie denn jetzt heute noch den Wahlabend? Ich werde jetzt auf jeden Fall noch warten, bis die Auszählungen sozusagen weitergelaufen sind. Ich werde mir viele Analysen entsprechend anschauen und Gespräche führen. Ich will auch noch zu den anderen Parteien gehen. Bei der CDU war ich schon, den habe ich gratuliert. Ich habe gerade mit den Linken gesprochen. Ich werde jetzt auch noch zur SPD gehen. Auch das finde ich unter Demokratinnen und Demokraten sehr wichtig. Mit der FDP habe ich auch schon gesprochen, dass man einfach auch sich austauscht. Es ist einfach ein Abend, in dem ja, wir einfach darüber reden müssen, wie es weitergeht. Ja, dann Ihnen viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Erfolg und vielen Dank für das Interview. Und an Sie, liebe Zuschauer, das war's mit unseren Live-Schalten hier aus dem Hessischen Landtag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie die Live-Schalten verpasst haben, können Sie die auf unseren Nachrichtenportalen gerne noch als Aufzeichnung online sich anschauen.